einfach nur glauben. Wir Deutschen sind das Vorbild für die Welt. Wir sind fleißig, das wissen wir doch. Nicht? Die Wettbewerbsfähigkeit, das Gequatsche von der Wettbewerbsfähigkeit soll doch nur an unsere tiefsten Instinkte appellieren, dass die in Südeuropa sowieso alle faul sind. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein Gerücht. Das hat der Sarrazin ja genetisch erklärt, der alte Genetikexperte. Die können auch nichts für, die kommen dann mit der Hängematte auf die Welt, da machen sie nichts dran. Der Deutsche kommt auf die Welt und ist fleißig, der packt an, der baut was auf. Wenn was kaputt geht, der baut das wieder auf. Wenn gerade nichts kaputt ist, macht er was kaputt, damit er was zum Aufbauen hat. Der Deutsche macht und tut und rackert und schafft und spart sich was. Und wenn auf der Welt was passiert, rufen sie wo an? Beim Deutschen und fragen, ob er es bezahlen kann. Das ist doch die Überzeugung der Deutschen, dass wir doch alles bezahlen. Wir sind die Zahlmeister der Welt. Wir sind das Sozialamt der Welt. So laufen doch diese Pegida-Leute durch die Gegend. Wir müssen alles immer bezahlen. Und alle kommen nur hier und lassen sich von uns hier durchfüttern. Pegida. Das sind Leute, die laufen in der Transparenten her. Da steht drauf, gegen Gotteskriege auf deutschem Boden. Hä? Wer soll denn dafür sein? Mal einer die Hand hoch. Was ist denn das für eine Demo? Ich bin auch gegen schlechtes Wetter. Mache ich deshalb eine Demo? Das kann doch alles nicht sein. Warum die Demonstration gegen Wohnungseinbrüche auf deutschem Boden? Oder gegen die Machenschaften der italienischen Mafia? Aber die ist ja katholisch. Ne? Es geht um den Islam. Es geht nicht um Fehlentwicklung, es geht um den Islam. Das sind diese Leute. Pegida, Islam. Und da kommen die Politiker und sagen, man darf nicht sagen, das sind alles Nazis. Nein, das stimmt. Manche sind einfach auch strunzdumme Hohlköpfe. Dann hat sich die Bewegung in Dresden noch geteilt. Die strunzdummen Hohlköpfe wollten mit den Nazis nicht mehr zusammen demonstrieren. Inzwischen wächst wieder zusammen, was zusammengehört. Dann sitzt die Ex-Sprecherin von Pegida vor Oertel, zur besten Sendezeit im ersten Programm, sonntagsabends mitten in der Jauchegrube und erklärt, es gäbe Tabuthemen in diesem Land, auf die Pegida überhaupt das Aufmerksam gemacht habe und nennt dann als Beispiel unwidersprochen Asyl und Migranten. Das sind natürlich Themen, das wird ja wirklich immer totgeschwiegen. Also ich glaube, Migranten, das ist ein Thema, da könnten wir einer ein Buch drüber schreiben. Das wäre bestimmt ein Bestseller, glauben Sie nicht? Und dann kommt am Ende noch Sigmar Gabriel und sagt, man muss für die Leute auch Verständnis haben. Nein, muss man nicht. Man muss nicht für alles Verständnis haben. Man muss nicht Verständnis haben, wenn Menschen ihren Fremdenhass hinter der Angst vor dem Islam verstecken. Und man muss auch nicht Verständnis haben, wenn Politiker sich noch bei jedem einschleimen, der sich noch zur Urne schleppen kann. Oh, Sigmar Gabriel, früher waren dick und doof mal zwei. Die Deutschen sind die Einzigen auf der Welt, die fleißig sind. Das ist die feste Überzeugung hier. Wir sind die Einzigen auf der Welt, die alles, was sie haben, ihrem eigenen Fleiß zu verdanken haben. Also wir Westdeutschen, jetzt müssen wir auch mal ganz genau werden. Ja, jetzt sagen wir doch mal ehrlich, als die Mauer aufging vor 25 Jahren, ist doch im Westen über die Ossis genauso gelästert worden wie heute über die Griechen und die Spanier. Guck dich doch mal an, wie das da aussieht, das damals hier heißt. Was haben die denn 40 Jahre lang gemacht? Die wissen doch gar nicht, was Arbeiten ist. So ist doch hier geredet worden. Guck dich doch mal die Städte im Osten an. Das sieht doch aus wie im schlimmsten Teil von Süditalien, bloß noch mit dem scheiß Wetter dabei. Ja, Elend im Regen mag der Deutsche überhaupt nicht. Elend befürchte ich gerade im Schatten. Da fliegt der Deutsche hin, da kann er sich entspannen. Der Mythos vom fleißigen Deutschen, der Chinese ist da auch nicht faul, der Inder auch nicht. Es kommt doch knüppeldick. Der Rumäne will anfangen zu arbeiten. Gucken Sie nicht weg, ist das die Aufgabe des Rumänen? Der Rumäne hat als Diebesband im Wald rumzulaufen, oder? Wir bauen die Handys, Rumänen klauen die Handys. Das war immer die Verabredung. Plötzlich klauen die ganze Handyfabriken. Vor ein paar Jahren zog Nokia mit der kompletten Fabrik von Bochum nach Rumänien um. Da waren die in Rumänien wettbewerbsfähig geworden. Das ist es nämlich. Wenn diese Länder wettbewerbsfähig werden, nehmen die uns die Arbeitsplätze weg. Das ist, was die Merkel von diesen Ländern fordert. Ich glaube, als Nokia nach Rumänien verschwand, haben manche Westdeutsche zum ersten Mal begriffen, die Mauer war unser Freund.
Ja, wir haben hier von der Mauer profitiert. Die Mauer hat uns Westdeutsche reich gemacht. Wir waren ein Hochlohnland mit Billigimporten. Hochlohnland, denn die Mauer hat uns die billigen Arbeitskräfte aus Osteuropa als Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt vom Hals gehalten. Und die billigen Importe hat die Mauer durchgelassen. Eine perfekte Membran. Und wir konnten uns noch moralisch darüber empören. Eine Win-Win-Win-Situation. Und sie haben uns die Mauer kostenfrei dahingestellt. Das wollen wir nicht vergessen. Das Ding ist all die Jahre einwandfrei gewartet worden. Und als die Betreibergesellschaft der Mauer, als die DDR 1983 zum ersten Mal ernsthaft in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, was war da? Strauß Milliardenkredit, kommt sofort, ne? 1,5 Milliarden D-Mark Kredit für die DDR. Da sind die aber noch mal 6 Jahre lang mit ausgekommen. Mit 17 Millionen Insassen, da können Sie mal sehen, wie ordentlich da gewirtschaftet worden ist. Wenn Sie das Geld heute nach Griechenland überweisen, verdampft das auf dem Weg. Das wären heute 750 Millionen Euro. 750 Millionen Euro Miese, das war bei der WestLB ein guter Tag. Die Banken haben tausende Milliarden in den Sand gesetzt und schimpfen über sozialistische Misswirtschaft. Was soll denn das jetzt sein? Sozialistische Misswirtschaft? Ich würde heute sagen, die DDR war unser Niedriglohnsektor. Die Brüder und Schwestern haben für kleines Geld die Sachen hergestellt, die bei uns die unteren Einkommensgruppen und die Studenten kaufen konnten. IKEA hat damals in der DDR produziert, das wissen Sie hoffentlich. Das ist heute offiziell bekannt. Politische Gefangene in der DDR haben IKEA-Regale hergestellt. Damals hat man das nur ahnen können. Das Billigregal war immer ein typisches DDR-Produkt. Mal fehlten die Löcher, mal fehlten die Schrauben. Hier, die billigen Kühlschränke, die Waschmaschinen bei Otto von Sonne-Neckermann. Privileg. Die ganze Marke Privileg wurde komplett in der DDR produziert damals. Die billigen Jeans von C&A kamen aus der DDR. Praktika, die billige Kamera. Die haben alles für den westdeutschen Markt produziert. Bei uns war das was für die kleinen Leute, wie man so schön sagt. Die Brüder und Schwestern selber konnten sich das Zeug nicht leisten. Alles, was die erwirtschaftet haben, ging in den Erhalt ihres eigenen Gefängnisses. Man könnte sagen, es war eine perfekt organisierte Arge. Oder man sagt, es hat immer schon einen Euro-Jobber in Deutschland gegeben. Nur früher haben wir die wegen der Mauer nicht sehen müssen. Jetzt? Jetzt sind die integriert, meine Damen und Herren. Wenn Sie mal die Arbeitslosen in heutigen Deutschland mit den Niedriglöhnern zusammenrechnen, kommen Sie auf 13 Millionen Menschen. Wenn Sie von den DDR-Bürgern, die es damals gab, 17 Millionen, die Kinder, die Leute, alten Leute abziehen, landen Sie auch bei 13 Millionen Menschen. Das ist die Wahrheit über unsere Wirtschaftsform. Der Kapitalismus funktioniert eben nur so. Das ist eben nicht für alle möglich. Das ist wie Lotto. Lotto kann jeder Millionär werden, ja. Aber nicht alle. Den Unterschied zwischen alle und jeder intellektuell zu durchdringen, gelingt nicht vielen. Das, was wir in der alten BRD hatten an Lebensstandard, das war eben nicht für alle Deutschen machbar. Wir waren das Land mit den höchsten Durchschnittslöhnen in Europa bis 1990. Und seitdem sind wir durchgereicht worden. Jetzt sind wir das Land mit dem größten Niedriglohnsektor und den niedrigsten Durchschnittslöhnen in ganz Europa. Das ist nämlich Wettbewerbsfähigkeit. Wenn die Menschen nicht mehr genug verdienen, um davon leben zu können, dann ist man wettbewerbsfähig als Volkswirtschaft. Das, was wir hatten, ist nicht für alle machbar gewesen. Nicht für alle Deutschen und natürlich geht es auch nicht für alle Europäer. Da muss man einfach mal ehrlich sein. Und für die ganze Welt geht es gar nicht. So viele Rohstoffe sind auch nicht da. Hallo, ewiges Wachstum, wovon? Der Planet ist endlich. Ganz einfaches Rechenbeispiel. Es ist immer alles nur Pi mal Daumen, es geht nur um die grobe Richtung. Sehen Sie, die alten G7-Staaten, das waren Großbritannien, Frankreich, Italien, Westdeutschland, USA, Kanada und Japan. Das waren nicht mal 800 Millionen Menschen. Damit haben wir jahrelang 40% aller Rohstoffe der Welt verbraucht. Das war unser Lebensstandard. Die Chinesen haben jetzt schon 1,4 Milliarden Einwohner. Die Inder haben 1 Milliarde Einwohner, schneller wachsen als China. Die werden China einholen in ein paar Jahren. Wenn die Chinesen weitermachen wie die letzten 10 Jahre mit ihrem Wirtschaftswachstum, brauchen die Chinesen für ihre Bevölkerung ja eines Tages mindestens 40% aller Rohstoffe. Denn die streben ja unseren Lebensstandard an. Die Inder brauchen eines Tages auch für ihre Bevölkerung mindestens 40% aller Rohstoffe.
Wir alten G7-Staaten brauchen immer noch mindestens 40% aller Rohstoffe. Und schon wird es selbst für Menschen mit Dyskalkulie so ein bisschen knapp. Und während die Wirtschaftsexperten in den Talkshows noch versuchen, den Kuchen in 3×40% aufzuteilen, fragen die restlichen 4 Milliarden Menschen auf der Welt, was kriegen wir denn eigentlich? Da sind noch 4 Milliarden Leute über. Zu diesen 4 Milliarden Menschen, die dann noch nichts haben, gehören 24 europäische Länder, die in der EU sind, aber nicht zu den G7-Staaten gehören. Und da ist die Ukraine dann immer noch nicht dabei. Wo soll das Zeug herkommen? Was glauben Sie, was passiert? Glauben Sie, die Afrikaner warten nochmal 50 Jahre, bis das Glück zu ihnen kommt? Nein, die machen sich irgendwann auf und kommen zu ihrem Glück. Und irgendwann werden die Afrikaner begreifen, es ist Quatsch, mit allem in ein kleines Boot zu springen. Da kommen die mit ganz vielen Booten. Dann reicht das nicht mehr, denen beim Absaufen zuzugucken. Da müssen wir was einfallen lassen. Und das ist doch die Diskussion, die eigentlich geführt werden muss, oder? Wie gehen wir mit diesem Wissen um, dass die Ressourcen der Welt endlich sind, dass nicht alle so leben können wie wir? Was ist die Konsequenz? Teilen die Reichen in Deutschland mit den Ärmeren in Deutschland? Teilt das reiche Deutschland mit den ärmeren Ländern in Europa? Teilt das reiche Europa mit den ärmeren Ländern der Welt? Oder schotten sich die Reichen jeweils ab? Die Reichen in Deutschland, das reiche Deutschland in Europa, das reiche Europa von der Welt. Das ist die Diskussion, die geführt werden muss. Und da gibt es nur eine Partei, die hat eine klare Meinung. Das ist die AfD, die kennen Sie, die Affen für D-Mark. Die sind für die Abschottung. Und das findet immer mehr Anhänger. Abschottung ist super, ne? Wir gehen auf die Burg, ziehen die Zugbrücke hoch und dann Inzest und alles ist wunderbar. Ne? Monokultur war da immer das Erfolgreichste auf der Welt. AfD, das ist gnadenlos. Die Arbeiter wählen jetzt AfD aus Protest. Das ist kein Wunder, die AfD hat ja Hans-Olaf Henkel an der Spitze, der alte Arbeiterführer. Ne? Der Chef der AfD, Herr Lucke, hat in der Finanzkrise gesagt, wir müssen die Löhne der Arbeiter senken, um aus der Krise zu kommen. Weiß der Arbeiter das? Nein, er liest ja nur Bild-Zeitung. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, Nazis sind sie nicht, die AfD-Leute. Das ist Quatsch, das dürfen sie nicht sagen. Es sind keine Nazis, weil dann wären sie ja Sozialisten. Sie sind aber das Gegenteil, sie sind Kapitalisten, durch und durch. Das ist neoliberaler Kapitalismus vom Allerfeinsten, die AfD. Im Grunde ist die AfD eine Mischung aus FDP und NPD, von beiden das Schlimmste. Nationalkapitalisten, meine Damen und Herren. Und die reden den Leuten einmal, wenn wir die D-Mark wieder haben, da geht's nach vorne, eine starke D-Mark, wir brauchen die starke D-Mark wieder. Wir sind Exportnation, das ist Ihnen schon klar, ne? Haben Sie mitbekommen, was die Schweiz gerade für Probleme hat? Der Franken ist so stark, dass die Exporte einbrechen. Die Schweizer Wirtschaft stöhnt unter dem starken Franken, aber wir wollen eine starke D-Mark haben. Bis 13 ist nicht jedermanns Sache, ich weiß.